Dumm-di-dum-dum-dum-dum-dum. Ich habe jetzt zwar nicht das ganze Schloss erkundet. Es gibt bestimmt noch irgendein verstecktes Item hier, aber braucht man nicht. Oh, da ist ein Speicherblock. Speichern, wunderbar. Wir sind durch die Festung durch und wieder hier am Eingang vom Pilzpalast. Rein da. So. Da drüben ist Peachs Zimmer, aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen direkt nach oben. Direkt. Ganz direkt. Yeah, wir kommen dem Finale näher. Oh, es ist so ewig her, dass wir mit Mario hier lang gegangen sind. Okay, Mario. Hilfe. Ach nee. Oh, Mario, Hilfe. Ich dachte wegen der Musik jetzt. Wenn das nicht mein alter Kumpel Mario ist, ich habe auf dich gewartet. Ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist. Wie schön für dich. Ja, für mich. Du hast schon viel zu lange für Unruhe gesorgt, kleiner Mann. Es wird eine Freude sein, dich eigenhändig zu zerquetschen. Zum zweiten Mal. Mario! Na, du kannst mich nicht besiegen. Ich bin unbesiegbar. Yay, auf gegen Bowser. Gut, Mario. Lass uns doch einen Blick auf deine sogenannte Kraft werfen. Okay, er hat ein bisschen zugelegt, er hat jetzt 50 KP. Bams, bams. Yay. Und mit der Bombe hauen wir die auch ein. Supi. Und was? Er kann vergiften. Was zur Hölle? Du blödes Vieh. Bams, bams. Na komm. Bums. Also gut, genug jetzt. Werde Zeuge der Kraft des Sternstabs. Yay. Er macht sich wieder unbesiegbar. Aha, aber wir haben alle Sterne. Das bedeutet, wir können diese Kraft neutralisieren. Zwar ganz unten. Sternenschein, man sagt, dieser würde Bowsers Sternstab schwächen. Los geht's. Alle sieben hohen Sterne helfen uns. Sternenstrahl. Was zum... Oh, was in aller Welt war das? Was ist denn jetzt mit diesem dämlichen Sternenstab los? Das ist ganz einfach. Wir können ihn schwächen und damit dich. Ja, du billiger kleiner Feigling. Wer ist hier ein Feigling? Der Kampf fängt gerade erst an. Was? Du Arsch. Aber die Vergiftung ist weg. Wunderbar. Ist nicht stärker, nee. Ist der Hammer vielleicht stärker? Moment, ich würde ihn jetzt... Oh, nein, der Hammer ist sogar ein Punkt schwächer. Bums. Ja, der kleine Bowser muss cheaten. Ja. Und wieder ganz unten und der Sternstrahl. Das funktioniert nicht. Suppi. Suppi, suppi, suppi. So. Bams. Hm?
Was? Er hat mir meinen Sch... Kannst jetzt nicht springen. Okay, kann ich nicht springen. Das hat er einen mit dem Hammer verpasst. Bums, noch 4. Ja. Was? Naja, nicht ganz so tragisch, weil du hast ganz offiziell verloren. Und du gibst immer noch Sternpunkte. Und zwar nicht gerade wenig. Wow. Okay. Rosa hat verloren. Wow, du bist nicht schlecht. Wie bist du so stark geworden? Aber trotzdem bist du und bleibst du eine kleine Nervensäge. Ich habe mich gerade erst aufgewärmt. Nein, lass mich frieden. Mario, Hilfe! Okay, er führt Prinzessin Peach. Nochmal. Was für eine Wasch. Wenn du Prinzessin Peach willst, retten willst, solltest du mir besser folgen. Ach. Wir fressen einmal einen Pilz. So. Und wir saufen einmal Ahornsirup. Supi. So, dann teilt man die ersten paar Runden gegen die nächsten paar Gegner durch. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Und latitatitatita. Hinterher. Wir haben dieses Spiel fast geschafft. Da ist er. Geht immer höher. Und wir können hier speichern, das ist sehr gut. So, das war nämlich auch lange nicht das letzte Gefecht. Das kommt nämlich jetzt erst. Warum haben die T3-Sequenz hier oben weggelassen? Okay, egal. Ja. Okay. Auf zum letzten Gefecht. Und los. Guha, willkommen zu deinem Albtraum. Du solltest mir dankbar sein, Mario. Da du schon seit so langer Zeit mein Gegenspieler bist, habe ich speziell für deine Niederlage eine Arena vorbereitet. Yay. Yeah. Die Clowns Arena. Wenn man rechts auf das Gesicht achtet. Guha, gefällt sie dir? Du sitzt in der Falle. Wie fühlt man sich da? Mario, sei vorsichtig. Du bist uns in die Falle gegangen und du nennst dich hier selbst Held. Hast du geglaubt, wir wären dumm genug, einfach zuzusehen, wie du die Sterne nach, wie du einen Stern nach dem anderen rettest. Aber ich habe eine kleine Überraschung verbreitet. Eine Maschine, die Bowsers Kraft verstärkt. König Bowser wird so stark werden, dass nicht einmal die vereinte Macht der hohen Sterne gegen ihn ankommt. Dank meiner Weisheit weiß er nun ist den Run wahrlich unbesiegbar. Seid ihr bereit, mein König, so nehmt die Kraft in euch auf. Yay. Sie absorbieren die Energie der Atmosphäre und leiten sie in Bowser um. Und er wächst. Okay, Mi Cooper. Das war unglaublich. Ich fühle mich, als würde ich vor Kraft bersten, mein Junge. Jetzt werde ich diesen dreisten Klempner für immer besiegen. Hey, du Mario. Jetzt liegen die Dinge etwas anders. Du schnauzbärtige Pappnase. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Los geht's. Gegen Bowser. Mit 99 HP. Bams, bams.
Ich glaube, wir müssen erstmal nur genug Schaden machen. Erstmal nur genug. Okay. Ich hätte den Megasprung anlegen sollen, nicht Vollhorst. Egal. Bams. Was hat jetzt mehr Schaden gemacht? Ich weiß es nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Goha, es ist an der Zeit, meine Kraft durch den alten Sternstab zu erhöhen. So. Wir machen das und wir machen das, was wir gerade eben auch gemacht haben. Wir nutzen den Sternenstrahl. Wird es jetzt auch funktionieren? Und... Nein, es funktioniert nicht. Ah, du Idiot, dieser schwache Tackel kann gar nichts anhaben. Was ist los? Warum funktioniert der Sternstrahl nicht? So, und jetzt kommen wir zum Bosskampf während des Bosskampfes. Oh nein, Mario! Was kann ich nur tun? Wenn das so weitergeht, wird Bowser ihn besiegen. Irgendjemand muss Mario helfen. Warum musst du eigentlich ständig eine Fressleiste offen haben? Sei nicht still! Bam! Twink hat seinen großen Auftritt. Oh, Prinzessin, bist du in Ordnung? Ich befreie dich von diesen Fesseln. Twink, ich bin so froh, dass du es dir gut geht. Ah ja, das sah seltsam aus. Egal. Du unverschämter kleines Sternchen. Kannst du es noch wagen? Okay, du kleiner Heißsporn, du bist viel zu klein, um gegen mich kämpfen zu können. Ich habe keine Angst vor dir. Ja. Oh, sei vorsichtig, Twink. Ja, beim Pillen. Das war nicht. Yeah. Hat mich das was gekitzelt? War das etwa ein Angriff? Fokus auf Twink. Oh, Twink. Und ein Block. Drei Schaden, aber wir haben keine Lebensleiste. Booms, ein Schaden. Oh, du fieser Frech. Du mieses Frettchen. Du kannst also doch ein wenig kämpfen. Und Peach ist nur der Partner und auf Twink fokussen. Na komm. Und die schmeißt. Timmy Cooper kann auch nur mit Blöcken speisen. Tetris Freak. Okay, reinpellen. Und der Schaden wird immer geringer. Bums, zwei Schaden. Nino, was geht hier vor? Täusche ich mich? Oder wird dieses Sternenkind immer stärker? Was passiert hier nur? Und Fokus. Peach. Und noch einmal der Block. Ein Schaden nur noch. Jetzt der Rempler. Boom, drei Schaden. Jawohl. Und ich darf wieder beten und ihre Wünsche äußern. Und Twink wird immer stärker und stärker. Na komm. Bams. Kein Schaden. Das kann nicht sein. Meine Angriffe sind unwirksam. Oh, oh nein. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Sterne beziehen ihre Kraft aus den Wünschen von ganz gewöhnlichen Leuten. Die Wünsche von Peach geben diesem Sternenkind seine Kraft. Oh yeah. Und tschüss, Kevin Cooper.
König Bowser, ich habe versagt. Moment, wie viel KP hat die dann? 1,